Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich drehe heute mal wieder eine Vier-Freunde-Folge. Außer Hannah ist eben weg irgendwie. Aber es geht da weiter. Entschuldigung, dass es jetzt so lange kein Video mehr von den vier Freundinnen gab. Also eigentlich habe ich nicht mehr viel zu sagen. Und ich wünsche euch jetzt mit der 7. Folge viel Spaß. Ey, wo bleiben die denn? Ach, da kommen sie. Hey! Hey, wo ist denn Sophie? Ach, die kommt noch. Und Hannah? Du weißt doch, die ist auf Urlaub, ist ja im Urlaub. Aber morgen beginnt ja die Schule wieder. Ja, aber die ist ja doch umgezogen, das weißt du doch. Ach, stimmt ja. Die ist ja letztes Jahr umgezogen. Dann müssen wir heute den Schatz alleine finden. Mal gucken, ob sie kommt. Ja. Eine halbe Stunde später. Hallo, ihr drei. Entschuldigung, dass ich spät bin. Es wird auch schon lang. Bitte Zeit. Wir warten hier schon eine halbe Stunde auf dich. Ja. Entschuldigung. Ich musste meine Mutter... Wir waren im Stau und dann... Ist alles gut, okay. Wollen wir jetzt den Schatz weitersuchen? Ich weiß aber nicht, wo jetzt weiter. Ja, wir haben ja letztes Mal die Kugel dafür gefunden. Ja, das stimmt. Ja, was sollen wir jetzt ohne Hannah machen? Hannah hatte die besten Ideen. Ja, ich vermisse auch. Vielleicht kommt sie nochmal. Ja. Okay, wollen wir erstmal den Schatz suchen? Wollen wir erstmal gucken, ob irgendwo wieder das Einhorn ist? Und ja. Hey, welchen Schatz? Oh, Schwester! Was? Mia, geh doch jetzt mal! Das ist was für Große! Ich möchte auch mal mithelfen! Und welchen Schatz? Sagen wir dir nicht. Ja, genau, ja. Dann sag es Mama, dass ihr einen Schatz habt. Oh, du Petze! Ha, selbst. Wenn ihr mich nicht dabei habt, dann geh ich. Und sag es Mama. Boah, hör doch auf mal, immer die ganze Zeit zu meckern und es unserer Mama zu sagen. Und ich darf sagen, was ich möchte, aber doch nicht petzen. Ihr habt die ganze Zeit schon ein Geheimnis vor mir. Oh, ey, geh jetzt aus meinem Zimmer. Okay, aber dann such dir nächstes Mal mit mir den Schatz. Ja, wir verschieben es wegen dir. Wirklich? Ja. Okay, dann gehe ich mal. Sie ist wirklich eine alte Petze. Stimmt. Hä, suchst du mir jetzt wirklich den Schatz später? Nee, wir sagen, wir gehen ausreiten. Ah, okay, gut. Wollen wir dann... Ja, okay, wir müssen erstmal das Einhorn erstmal finden, Peter. Ja, wäre ich auch dafür. Okay, dann kommt. Ach, nur wen? Reitet ihr alle? Also ich werde jetzt nicht Mystery nochmal reiten, aber ja, ich überlege, ob ich meine Reitbeteiligung reite. Okay, ich werde wahrscheinlich Storm reiten. Ich plusse. Okay, dann reite ich auch Mystery. Okay. Wartet doch. Genau. Mama, ich und meine Freundin wollen jetzt ausreiten gehen. Okay, bleib bitte nicht so lange weg. Okay. Kommt. Okay. Boah, wartet. Ach, wie verspielt. Mama, wo gehen die hin? Sie gehen ausreiten. Aber dann ohne mich. Es ist eben so bei Großen. Die wollen was alleine machen, ohne dich. Aber ich bin 6 Jahre alt. Aber die zwei, alle drei sind um die 12 Jahre alt und schon älter. Und da gehörst du einfach noch dazu. Und du hast erst ein Pony und ein Chatty. Und das ist nicht so schnell wie die Großpferde. Aber ich bin schon Großpferd geritten. Geh jetzt auf dein Zimmer. Oh, na gut. Blöde Schwester.
Ah, ich find's halt blöd, dass die mich nicht mitnehme. Vielleicht kann ich nachher. Beste Dinger! Du reitest hinterher. Mal gucken, was sie machen. Ne? Dann auf nach unten. Mama, Mama! Entschuldigung! Mama! Ja, was ist denn? Darf ich ausreiten gehen? Na gut, meinetwegen. Aber bleib nicht so lang weg. Okay, ich bin auch ganz hier in der Nähe. Okay, ich bin nämlich in die Nachbarwiese, okay? Ja. Natürlich nicht. So, seid ihr fertig? Yep. Ja. Okay, hoffentlich reiten dich meine Schwester hinterher. Warum sollte sie? Ja, genau. Sie darf doch gar nicht. Ja, aber sie kann mir auch folgen. Aber naja, ich denke nicht. Aber ja, wir reiten jetzt erstmal aufs Feld. Mal gucken, ob der Payala ist. Genau. Wow, ist so gewohnt. Jetzt sind sie ein paar Kilometer von mir entfernt. Jetzt komm. Hey Leute, wollen wir vielleicht ein Wettrennen machen? Oh ja, ich hätte Bock drauf. Naja, wir müssen eigentlich ein paar Jala finden. Aber naja, wir können es auch noch später finden. Vielleicht kommt es irgendwann mal auf. Okay, wir machen ein Wettrennen. Stellt euch alle neben mir. Okay, ja. Auf die Plätze, fertig, los! Komm! Wir müssen sie einholen! Komm! Wuhu! Ja, komm! Wuhu! Ja, du holst sie ein! Wuhu! Wir haben einen eingeholt, komm! Wuhu! Oh, müssen wir nicht stressen, komm! Komm jetzt, komm! Dann muss ich Sarah einholen! Lisa einholen! Komm! Wer ist doch heute langsam? Komm! Wuhu! Wuhu! Na, aber ich krieg es! Komm! Mr. B, komm! Erster! Zweiter! Und letzter, war ja klar. Ja, aber naja, warum warst du eigentlich vor mir jetzt gegangen? Ich war einfach so schnell vor euch, sag mal so. Ja, warum warst du eigentlich ganz hinten? Ja, weil Mr. Wie eine schöne Grasfläche gefunden hat. Okay. Oh, war das anstrengend. Ein Glück mal hier geblieben. Komm. Komm, wir ein bisschen weiter nach vorne. Da schon. Hey, habt ihr irgendwas gehört? Nee, ich nicht. Ich auch nicht. Okay, dann war es wahrscheinlich der Wind. Ja, kann gut sein. So, dann sind wir erstmal da. Sehen Sie ganz genau. Hallo. Schön, dass ihr gekommen seid. Ah, Payala, endlich. Wo ist denn Hanna? Hanna ist umgezogen. Ah, okay. Schönen Miteinander. Ich habe für euch eine Gabel. Was denn für eine? Dass ihr nach Payala könnt und den Wohnwagen findet, müsst ihr noch 5 Zutaten holen. Was, 5? Warum 5? Ich erkläre euch mal. Oh mein Gott, sehe ich da gerade wirklich ein Einhorn? Oh mein Gott, ich möchte unbedingt dieses Einhorn. Aber es heißt Payala oder so. Komm, wir gehen ein bisschen näher. So, hier kann man alles besser sehen. Wir sehen uns eh nicht. Mal gucken, was wir reden. Ich höre ja ganz genau hin. Ihr müsst an einem Fluss. Hey, wir waren auch schon an einem Fluss. Ja, das weiß ich. Aber es gibt hier in der Nähe ein ganz besonderer Fluss. Ihr müsst ihn finden. Ja, und weiter. Lasst mich doch mal ausreden. Ihr müsst, da gibt's Äpfel. Die sind nicht ganz normal.
Alle Äpfel, die ich kenne und wie ihr kennt, sind rot, aber ein Apfel ist grün. Und was ist mit dem Apfel? Der ist versaubert. Wenn man den isst, wird man selbst ein Pferd. Und es bleibt man so lang. Ja. Wow. Und was können wir da tun, dass wir nach Payala kommen? Das müsst ihr selbst rausfinden. Eine Zutat kann ich euch dann nochmal sagen. Wenn ihr den Apfel gefunden habt, ruft mich mit diesem Band. Ich gebe es euch allen dreien. Oh mein Gott, ich kann es kaum glauben. Es ist da ein Einhorn, wir dürfen da denn nicht näher. Aber ich muss ein Foto machen. Foto in Beweis. Ihr könnt mich dann mit diesen Armbändern rufen. Oha, voll in meiner Farbe. Ja, in meiner auch. Ja, in meiner Lieblingsfarbe, blau. Ja, Ruf. Klickt einfach auf den Huf. Und dann kann ich dann komme ich aus Payala wieder zurück. Oh, wie geil. Ja. Und was ist jetzt die zweite Zutat? Ja. Die zweite Zutat ist eine besondere Blume. Wie heißt sie und wie sieht die aus? Sie ist gelb. Und es hat Sprossen. Ja, was aber? Das ist keine seltene Blume. Ihr habt ja schon sehr viel, also eine Mondscheinkugel. Und ja, die habt ihr gefunden. Ja, das stimmt. Ja, die habt ihr auch gefunden, nach vielen Monaten. Und jetzt müssen wir die zweite Zutat finden. Und das ist ein ganz normales Gänseblümchen. Hä, warum ein ganz normales Gänseblümchen? Wenn man es verrührt mit anderen Zutaten, könnt ihr nach jeder Zeit nach Payala kommen. Oha, wie geil. Ja, das finden wir auch. Aber dafür müsst ihr noch viele Monate und viele Wochen alle Stücke suchen. Hä, warum so nicht alle gleichzeitig, weil sie von hier weit, weit, weit weg seid. Und ihr seid ja schon anderthalb, zwei Stunden von hier weit weg. Das stimmt. Oh, wir haben fast die ganze Zeit vergessen. Es ist ja schon bald so. Sucht in den nächsten Tagen, genau morgen, die zwei Zutaten. Und dann ruft mich. Cool. Komm, reiten wir zurück. Es ist schon 4 Uhr durch. Ja, sie hat ja nicht gesagt, sie hat ja gesagt, ich soll wieder da sein. Genau. Kommt!